Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht es um die Kosten von Non-Compliance. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Die Skandale der letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass Wirtschaftskriminalität unglaubliche Schäden anrichten kann. Die Kosten von Non-Compliance sind enorm und die Reaktion der Gesellschaft entsprechend scharf. Abschreckende Unternehmenssanktionen, Reputationsverlust und schärfere Gesetze. Und trotzdem surfen Unternehmen im rechtlichen Graubereich. Sie profitieren scheinbar von einer brauchbaren Illegalität und ihre Manager versuchen, die Kosten-Nutzen-Relation von Non-Compliance zu optimieren. In Wirklichkeit gehen diese für ihr Unternehmen unbeherrschbare Risiken ein und setzen ihre eigene Karriere aufs Spiel. Daher ist es vermutlich die wichtigste Aufgabe der Compliance-Funktion, allen Entscheidungsträgern die Kosten von Non-Compliance bewusst zu machen. Non-Compliance ist die andere Seite von Compliance, also der Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder dass man im Geschäftsverkehr ethische Maßstäbe ignoriert. Am Ende meines letzten Videos stand ein Ratschlag. Derjenige, der die Notwendigkeit von Compliance bezweifelt, soll sich mit den Kosten von Non-Compliance befassen. Ebenso wie der Compliance-Begriff kommt auch dieser Ratschlag ursprünglich aus Amerika. If you think compliance is expensive, try non-compliance. Übersetzt, wenn man denkt, dass Compliance teuer ist, soll man es mit Non-Compliance probieren. Dieser Spruch kommt von Paul McNulty und der muss wissen, wovon er redet. Immerhin war er in den Jahren 2005 bis 2007 Deputy Attorney General der Bush-Administration. In seiner Amtszeit fiel der Enron-Skandal. Im Mai 2006 konnte er als stellvertretender Justizminister die Verurteilung von Skilling und Lay feiern. The message of today's verdict is simple. Our criminal laws will be enforced just as vigorously against corporate executives as they will street criminals. No one, including the head of Fortune 500 companies, is above the law. Nachdem der Energieversorger 6 Jahre in Folge vom Fortune Magazin zur innovativsten Firma in Amerika gewählt worden ist, vernichtete seine plötzliche Insolvenz im Jahr 2001 74 Milliarden US-Dollar Börsenwert. Tausende Arbeitnehmer kostete das ihren Job und auch ihre betriebliche Altersvorsorge, die Enron zu 60% in eigene Aktien investiert hatte. Im Kern ging es um die unrichtige Bilanzierung von ca. 600 Millionen US-Dollar Einnahmen seit 1997. Die Wirtschaftsprüfer wussten da etwas und haben vermutlich auch zu Bilanzierungsfragen beraten. Die erste Reaktion des US-Kongresses war der Sarbanes-Oxley Act von 2002, der Anlegerschutz stärken sollte. Arthur Anderson, der Abschlussprüfer von Enron, bekam keine Mandate mehr und löste sich infolge des Skandals auf. Im Dezember 2006 änderte McNulty unter dem Eindruck der Enron-Prozesse die Leitlinien für Staatsanwälte bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Das sogenannte McNulty-Memo enthielt Anforderungen an die Compliance-Organisation von Unternehmen einerseits und andererseits Vorgaben für die Berücksichtigung von Compliance und die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden im Strafverfahren andererseits. Das McNulty-Memo prägt die Vorgehensweise des Department of Justice bis zum heutigen Tag. Und der Grundsatz, dass Wirtschaftskriminalität konsequent verfolgt und abschreckend geahndet werden muss, strahlt bis nach Deutschland aus. Das Beispiel Enron zeigt deutlich
die zwei wesentlichen Folgen von Non-Compliance: Reputationsverlust und strafrechtliche Konsequenzen. Niemand sollte glauben, er stehe über dem Gesetz, auch mächtige Industrieunternehmen nicht. Selbst wenn normalerweise wegen ihrer guten Kontakte in der Politik Gesetzesvorhaben vorher mit ihnen besprochen und an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Wenn der Skandal nur groß genug ist, stehen sie alleine da. Der Bielefelder Soziologe Professor Kühl hat sich mit dem Muster der Skandalisierung auseinandergesetzt. Wenn man sich diese Normalbehandlung von Skandalen aufgrund von Gesetzesbrüchen oder von Regelabweichungen anguckt, dann ist das eigentlich immer das gleiche Muster. Also, das erste ist Verwunderung. Dann erkennt man Erklärungen, wo gesagt wird, naja, das müssen doch einige Personen gewesen sein, die dafür verantwortlich sind. Dann wird gesagt, naja, es wussten nur ganz wenige von diesen Regelabweichungen, weil wenn mehr darüber gewusst hätten, dann hätte man das abgestellt. Und dann wird suggeriert, dass das eine große Ausnahme ist. Dass sowohl diese Regelabweichung, die bekannt geworden ist, eine Ausnahme innerhalb der betroffenen Organisation ist oder auch in der Branche, das total untypisch ist. Naja, und dann beginnt so eine Art Reinigungsprozess in den Organisationen, der drin besteht, dass mehr Integrität gefordert wird, dass Personen bestraft werden, wird suggeriert, mit diesen Programmen werden wir das in den Griff bekommen und die Organisation, die diesen Skandal ausgelöst hat, wird zukünftig eine andere sein. Ja, und ich denke, das lässt sich von Wirecard auf Enron ohne weiteres übertragen. Wir bewältigen unsere enttäuschten Erwartungen in die Integrität der Wirtschaft mittlerweile erstaunlich routiniert. Möglicherweise ist das aber auch der Grund, warum wir nichts lernen und von einer Empörungswelle in die nächste taumeln müssen. Professor Kühl hat einen interessanten Erklärungsansatz dafür, nämlich, dass es sich für Unternehmen lohnt, die rechtlichen Grauzonen auszutesten. Dazu folgendes Beispiel. Nach einem stressigen Tag im Büro will ich heim. Feierabendverkehr bis zur Stadtgrenze, danach Landstraße. Kein Stau, gutes Wetter, klare Sicht und ich habe ein gutes Auto. Gute Reifen, gute Bremsen. 130 gehen hier locker. Und da ist ich schon. Die Non-Compliance, allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen, 100 Kilometer pro Stunde. Und wie hoch wären jetzt die Kosten für Non-Compliance? Okay, laut Bußgeldkatalog außerorts 30 Kilometer zu schnell, 80 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot. Man sieht schon, die Sanktionen beschränken sich nicht auf eine einfache Geldzahlung. Da sieht man auch den erzieherischen Charakter des Rechts. Man kann sich so schon mal dran gewöhnen, wie es sein würde, wenn man zu viele Punkte ansammelt. Das Sanktionsbündel ist gar nicht so einfach zu bewerten. Gut, 80 Euro sind 80 Euro, aber ein Punkt macht erstmal gar nichts aus. Und der Monat Fahrverbot, wie viel macht mir das aus? Ich muss das alles irgendwie auf einen Nenner bringen, um die Kosten von Non-Compliance für mich bewerten zu können. Ein zweiter Faktor kommt hinzu. Sanktioniert wird ja nur, wer geblitzt wird. Und schließlich weiß ich ja, wo die Blitzer stehen. Zur Berechnung der Kosten von Non-Compliance muss man also die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten eintreten, berücksichtigen. Das hängt zunächst einmal ganz stark davon ab, wie oft man überhaupt non-compliant ist, in unserem Beispielsfall, ob ich nur gelegentlich zu schnell fahre oder eigentlich immer. Der nächste wichtige Punkt ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit und drittens kommt es auf den vermuteten Sanktionswillen der Polizei an, also ob die konsequent vorgehen oder es als Bagatelle betrachten. Und schließlich gibt es diesen Rückkopplungseffekt über das Punktesystem, sodass Wiederholungsfälle strenger sanktioniert werden als ein einmaliger Verstoß. Man würde also eine ziemlich komplexe Formel brauchen, aber im Prinzip erscheint mir das machbar. Und dann hätte man eine Entscheidungsgrundlage. Im Grunde genommen kann man noch einen Schritt weitergehen
und versuchen, die Kosten-Nutzen-Relation zu optimieren, indem man ein bisschen weniger Non-Compliance zeigt. Also zum Beispiel 125 Stundenkilometer. Das kostet 70 Euro, einen Punkt, aber kein Fahrverbot. Und wenn man dann geblitzt wird, dann kann man ja eine Zeit lang vorsichtiger fahren. So ungefähr stelle ich mir eine Strategie vor, mit der die Kosten-Nutzen-Relation von Non-Compliance optimiert werden könnte. Wo hier der Denkfehler steckt, das zeige ich gleich. Aber vorab möchte ich eins betonen. Die Beobachtung von Professor Kühl, dass Unternehmen davon profitiert haben, wenn sie im rechtlichen Graubereich surfen, ist für das praktische Compliance-Management sehr, sehr wichtig. Schon Niklas Luhmann hat das Phänomen beschrieben und dafür den Begriff praktische Illegalität geprägt. In der aktuellen Diskussion über das Verbandssanktionengesetz spielt dieser Aspekt unter dem Gesichtspunkt kriminogene Strukturen eine wichtige Rolle. Aber zurück zum Beispiel. Da kommt einer von links. Ich habe Vorfahrt. Der muss halten. Bremst der jetzt mal? Pennt der? Egal, voll in die Eisen. ABS springt an. Jetzt hoffen, dass das Auto rechtzeitig zum Stehen kommt. Nein, tut es nicht. Es kracht. Bei mir Schadensbild, vorne rechts, Scheinwerfer, Stoßstange, Kotflügel, Motorhaube. Beim anderen hinten rechts, Lampe, Kofferraum, Stoßstange. Okay, Blechschaden, gut, dass nicht mehr passiert ist. Unfallaufnahme durch die Polizei. Das Abendessen kann ich vergessen. Um es deutlich zu sagen, wenn ich compliant gewesen wäre, wenn ich also 100 gefahren wäre, dann hätte ich auch nicht mehr anhalten können. Aber die Verzögerung hätte ausgereicht, damit der andere gerade so noch über die Kreuzung gekommen wäre. Und das hätte den Unfall komplett vermieden. Aber es hat auch Auswirkungen auf die Regulierung des Schadens mit den Versicherungen. Auf 20-30% meines Schadens, und das obwohl er mir die Vorfahrt genommen hat, werde ich sitzen bleiben. Hinzu kommen die Kosten für Verfahren und Rechtsanwälte. Es gibt keinen Zweifel, der Unfall und die Verfahrenskosten, das sind alles Folgen von Non-Compliance und die muss man berücksichtigen. Dass das gar nicht so selten vorkommt, das sieht man an den vielen Urteilen, die es gibt, bei denen der eine zu schnell fährt und der andere nimmt ihm die Vorfahrt. Und das hat natürlich dann auch wieder Folgen für die brauchbare Illegalität. Also eine Strategie, bei der ich im Prinzip die Kosten-Nutzen-Relation von Non-Compliance versuche zu optimieren und bei der ich aber dann nur auf Entdeckungswahrscheinlichkeit und Sanktionsandrohung mich fokussiere, die überzeugt mich nicht. Denn sie versagt ja schon beim Eintritt eines plausiblen Störereignisses. Und wie sieht es jetzt mit der Strafbarkeit aus? Gut, im Beispielsfall gibt es kein Strafverfahren, denn fahrlässige Sachbeschädigung ist nicht strafbar. Das hätte aber ganz schnell anders ausgehen können, dafür hätte ein leichtes Schleudertrauma beim anderen gereicht. Dann wären wir bei einer fahrlässigen Körperverletzung gewesen und die ist eine Straftat. Damit drückt die Rechtsordnung den hohen Stellenwert der körperlichen Unversehrtheit aus. Das sollte sich jeder klar machen, der über brauchbare Illegalität nachdenkt. Schon die Frage, ob ich es mit einer einfachen Ordnungswidrigkeit zu tun habe oder einer Straftat, hängt von den Folgen von Non-Compliance ab und die kann ich im Grunde genommen nicht vorhersehen und nur sehr schwer beherrschen. Die interessanten Fälle sind ja sowieso diejenigen, in denen etwas Unerwartetes passiert. Und dann kommen da mehrere Ursachen zusammen. Und es knüpft sich ein Strauß von Folgen an, von Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren über zivilrechtlichen Schadensersatz, die Regulierung mit dem Versicherer, die Prozess- und Verfahrenskosten, Opportunitätskosten und Reputationsverlust. Non-Compliance hat eine unglaubliche Spannbreite an möglichen Folgen. Das macht es praktisch unmöglich, ihre Konsequenzen zu beherrschen
oder ihre Kosten im Vorhinein seriös anzugeben. Jeder kleine Verstoß kann eine Ursachen-Wirkungskette in Gang setzen und Schäden erzeugen, die niemand gewollt hat. Und dafür sind die Vorschriften letztlich da, so etwas zu verhindern. Der Sinn der allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts auf 100 Stundenkilometer ist gerade, dass man im Kreuzungsbereich noch bremsen kann, sodass es gerade so nochmal gut geht. Manager, die versuchen, die Kosten von Non-Compliance im Sinne einer praktisch brauchbaren Illegalität zu optimieren, gehen in Wirklichkeit ein unbeherrschbares Risiko ein und setzen die Existenz ihres Unternehmens und ihre eigene Karriere aufs Spiel. Wer dennoch in rechtlichen Graubereichen surfen will, ist gut beraten, sich nicht nur mit dem Text der Vorschrift, sondern auch mit dem Sinn und Zweck der Norm auseinanderzusetzen. Es mag nämlich durchaus Konstellationen geben, in denen durch geschickte Gestaltung der Anwendungsbereich der Norm nicht eröffnet wird. Es ist ja auch kein Problem, dass jemand, der keine Sektsteuer zahlen will, anfängt Milch zu trinken. Aber wenn ein großes Schadensereignis entsteht und das Unternehmen darin verwickelt ist, dann ist der Skandal unvermeidlich. Und dann interessiert die öffentliche Meinung auch nicht die Gutachten von Rechtsanwälten, die die Legalität der ganzen Konstruktion bestätigt haben. Das praktische Compliance-Management muss dieser Erkenntnis Rechnung tragen. Die Risikoanalyse fängt bei der Sanktionsandrohung einer Norm gerade mal an. Und die Entdeckungswahrscheinlichkeit darf überhaupt keine Rolle spielen. Bei der Analyse der Auswirkungen von Non-Compliance müssen die geschützten Rechtsgüter, also Leben, Gesundheit, Vermögen, Reputation, Umwelt etc. in plausiblen Szenarien abgeschätzt und verarbeitet werden. So, und das war's dann schon für heute. Ich hoffe, das hat was gebracht, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und schaut euch vielleicht auch das Video über Compliance-Risiken und Compliance-Strategie an. Besonders ans Herzen legen möchte ich euch die Aufzeichnung des Vortrags von Professor Kühl, den ich in Ausschnitten in dem Video gebracht habe, zu brauchbarer Illegalität. Er spricht eine Reihe von praktisch relevanten Fragestellungen an. Und ich hoffe, euch bald wieder mit einem Video begrüßen zu können.